Hallo, Screencasts, die 3D-Effekte auf dem Desktop präsentieren, gibt es schon eine ganze Menge im Internet. Ab heute gibt es einen Screencast mehr. Beim neuen Ausgangspunkt Fedora Core 6, GNOME 2.16, ist das Aktivieren der Desktop-Effekte ein Kinderspiel. Ich gehe auf System, Einstellungen, Desktop Effects oder führe den Befehl Desktop-Effects aus. Jetzt klicke ich auf Enable Desktop Effects und das war es auch schon. Einstellungen beibehalten. Ich kann mit einem jeweiligen Häkchen bestimmen, ob die Fenster schwanken sollen, wenn ich sie bewege. Das erste Häkchen. Und ob die Arbeitsflächen auf einem Würfel verteilt werden sollen, das zweite Häkchen. Ebenso kann ich Einstellungen mit dem gcont-editor im Desktop-Modus machen und mit gcont-tool-2 im Textmodus. gcont-editor muss nachinstalliert werden. Ich gehe auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder führe den Befehl pwrot aus, gebe das Admin-Passwort ein. Okay. Klicke auf Desktop-Umgebung, GNOME Desktop-Umgebung, optionale Pakete. Mache ein Häkchen bei gcont-editor. Schließen, anwenden. Folge den weiteren Anweisungen. Okay. Nun bewege ich den Mauspfeil auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, klicke auf Apps, COMPIZ, General, als Screens, Options, ganz oben unter Aktiv Plugins. Kann ich definieren, welche Plugins aktiv sein sollen? Plugin Wobbly ist für den Effekt beim Fensterbewegen verantwortlich. Plugin Cube für den Arbeitsflächenwürfel möchte ich zum Beispiel den Effekt beim Fensterbewegen nicht mehr. Mache ich einen Doppelklick auf den Wert und entferne Plugin Wobbly. Merke mir aber, an welcher Stelle Wobbly steht. Und der Effekt ist nicht mehr aktiv. Möchte ich den Effekt wieder hinzufügen, mache ich wieder einen Doppelklick auf den Wert, füge Wobbly hinzu, bringe Wobbly an die richtige Stelle. Okay. Und der Effekt funktioniert wieder. Feineinstellungen kann ich beim jeweiligen Plugin Cube und Wobbly machen. Zum Beispiel Wobbly, Screen 0, Options. Hier kann jeder die Werte ändern, aber vorher die Standardwerte merken und schauen, was beim Effekt anders ist. Zum Beispiel die Springkonstante. Spring-K. Wert 0 bis 10 ist möglich. Ich ändere den Wert einfach mal von 8. 1 und das Fensterbewegen ist sehr träge geworden. Oder Cube, Screen 0, Options, Color.
Das ist die Würfelfarbe, die ich ändern kann. Momentan hat der Würfel die Farbe Blau. Das ändere ich mal auf Schwarz, mache einen Doppelklick. 00, 00, 00, FF, Enter. Und die Würfelfarbe ist Schwarz. Auch mal schauen, was es für Einstellungen bei den anderen Plugins gibt, was man bewirken kann, noch zusätzlich. Einfach mal ausprobieren und schauen, was sich ändert. Gut, das war's auch schon